Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Verdampfer-Clip, Freunde. Ja, heute geht's um Galaxy MTL RDA. Richtig. Vapefly hat sich gedacht, okay, so für die ganzen Off-and-Draw-Motherfucker haben wir jetzt mehr wie genug Tröpfler. Wir sollten mal einen Backendampfer-Tröpfler rausbringen. Und das haben sie auch gemacht. Finde ich eigentlich echt witzig. So Backendampfer-Tröpfler, also weiß ich nicht. Ist doch relativ klein und süß gehalten, ne? Seht ihr jetzt hier. Und ihr habt relativ kleine 6 Airflow-Löcher. Könnt ihr das Ganze auch so ein bisschen cool einstellen. Ich wollte jetzt hier nicht unbedingt eine Detailansicht machen, denn das funktioniert gerade ganz geil mit dem Fokus. Wie gesagt, MTL, das heißt keine Mordswolken. Jetzt zeige ich einmal die Topcap von innen. Ne, da seht ihr auch, dass ihr das Ganze auch ein bisschen einstellen könnt. Finde ich an sich echt geil gelöst. Und genauso wie das Deck. Ist eher so auf Single ausgelegt. Könnt ihr ja jetzt eigentlich gerade ganz vernünftig sehen. Ich versuche euch jede Ecke, jede Kante zu zeigen, Leute. Ne? Ihr habt da zwei Möglichkeiten. Entweder die Coil drunter legen. Ihr seht es jetzt hier gerade links. Oder in das Loch stecken, rechts neben dran und dann zuschrauben. Also die haben sich da schon was einfallen gelassen. Wahrscheinlich auch wegen Coil-Größen. Das finde ich eigentlich auf jeden Fall richtig cool gelöst. Hatte Vapefly vorher so noch nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber das hat mich jetzt echt interessiert. Das Coole ist, ihr kriegt sogar im Lieferumfang noch einen Squonker-Pin mit dabei. Gerade für die Squonker-Verrückten. Ne? Und ich sag mal, ich bin jetzt mal gespannt, wo wir jetzt mit den mitgelieferten Coils rauskommen. Denn die haben uns hier nämlich so Any 80 Coils mit in den Karton reingelegt. Also die sind da schon vorher drin. Da sind dann nochmal so andere Any 80 drin. Das sind jetzt so Standard-Wire. Und das hier sind eher so, na, das sieht schon fast wie geflochten aus, hätte ich schon fast behauptet. Ich würde sagen, ich zimmer da mal eben eine Coil rein. Und dann bin ich ganz gespannt, wie der so vom Geschmack ist und so vom ganzen Empfinden. Denn ich habe das vorher noch nicht getestet. Ich mache das heute das erste Mal im Video. So First Impression mäßig finde ich eigentlich ganz cool. So, das Coole ist, was ich gerade eben meinte. So, ihr könnt es jetzt auch sehen. Bei dem, ich drehe es mal in diese Richtung. Da sieht man es wahrscheinlich am besten. Ich mache mal eben so. So, das ist wie beim Vaporgiant Deck. Könnt ihr an der Seite einfach reinstecken oder reinschieben und dann von oben zuschrauben. Aber nebendran das Loch, wo man den Draht quasi reinstecken muss, ist auch ganz cool gelöst. Denn hier unten ist so ein Kanal. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier neben dem Draht. Und da. Das Loch. Wenn ihr dann quasi den Draht in das Loch schiebt, kommt er auf der anderen Seite wieder raus und man kann ihn hinten abknipsen. Auch sehr geil. Ich mache mal eben Watte rein. Watte drin. Liquid drauf, alles bestückt und so sieht das Ganze dann dementsprechend aus. Single Coiler und was ich euch noch zeigen wollte ist, ihr habt links und rechts wie so eine Aussparung, also hier, so, da müsste es sein, genau da. Da hat es so eine Aussparung, das ist eigentlich ganz cool gemacht, das heißt nämlich, ihr könnt die Wickelhilfe da so schön reinlegen, dass ihr eure Coils positionieren könnt, festhalten könnt und dann irgendwie auch festschrauben könnt. So, Watte habe ich hier, Super Sorb oder wie auch immer die heißt. Ja genau, Super Sorb Cotton Cord. Super Sorb Cotton Cord. So, bin jetzt ganz gespannt. Also die Top Cap geht nur an einem Punkt drauf. Die geht zwar drauf, aber wir müssen noch so ein bisschen rumfummeln, drehen, bis sie dann, sag ich mal, richtig reinrutscht. Und dann könnt ihr die Airflow einstellen. Also ich hoffe, dass man das sieht. Jetzt zum Beispiel ist sie ganz zu. Dann dreht man ein Stückchen zurück. Zack, dann hat man jetzt theoretisch zwei Löcher offen. Ah, man sieht das, glaube ich, sogar noch ganz gut. Und jetzt am Ende natürlich, für mich jetzt zum Beispiel, alle drei Löcher komplett offen. Man hat schon einen heftig brutalen Zugwiderstand. Es ist wirklich wie bei einem MTL. Also hier könnt ihr definitiv keine 80 bis 100 Watt Coils oder sonst irgendwas reinsetzen. No fucking way. Ich bin jetzt zum Beispiel hier gerade mal bei 25 Watt. Ich gehe jetzt nochmal rund auf 20 Watt. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Bei 20 ist es immer noch doch ziemlich warm. Jetzt versuche ich mal was, wenn ich die Airflow quasi ins Knie ficke, auf gut Deutsch gesagt.
Jetzt setze ich mal die Topcap einfach an eine Seite, wo sie gar nicht hingehört. Dadurch hat man ein bisschen mehr Zugluft. Ah. Wenn einem jetzt zum Beispiel die Luft zu wenig ist, ihr seht es jetzt so, die Topcap sitzt nicht richtig drauf. Dadurch könnt ihr diesen Dreipunktmechanismus quasi umgehen und die drei Löcher an einen ganz anderen Punkt setzen und dadurch kriegt ihr nochmal so ein bisschen mehr Zugwiderstand. Ist natürlich nicht so im Sinne des Erfinders, aber es würde auch funktionieren. Aber ich muss echt sagen, macht einen richtig coolen Geschmack das Teil. Wie gesagt, ich habe die Airflow jetzt auf dem meine eigene Airflow-Position sitzen. Und da gefällt mir das Ganze doch schon mal richtig gut, weil da kommt das Liquid auch verdammt geil rüber, ohne Scheiß. Geht mir gerade richtig gut ab. Ich dachte mir, Detailansicht, Freunde, lohnt sich da jetzt nicht unbedingt bei einem Verdampfer. Ich mach mal so. Ich denke mal, ihr habt alles gesehen, was ihr sehen solltet. Jetzt wisst ihr auch, dass es eventuell ein MT, also dass es ein MTL-Tröpfler gibt. Ich war auch ganz perplex, wo ich das gesehen habe, dachte mir so, okay, könnte vielleicht für den einen oder anderen von euch sehr interessant sein, denn ich finde, so die Backendampfer, die MTL-User werden extrem vernachlässigt. In dem Sinne, Freunde, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Like oder Abo da, ihr kennt das. Stay true, join the website of life und bis demnächst. Bei dem Äffchen ist das Video zu Ende, Ende. Klatscht mir alle mal eine Runde in die Hände, Hände. Klickt einfach mal auf die Glocke drauf, dann verpasst du keine Push-Up-Meldung. Ich bin raus.